Ja, nach 50 Jahren jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal gesehen, den Film. Jetzt muss man erstmal die Eindrücke setzen lassen und die Erinnerungen, die da hochkommen wahrscheinlich. Ich habe an die Dreharbeiten, an die Leute, die man gekannt hat damals, an den ganzen Kontext. Ja, wie war das Erlebnis jetzt, mal erstmal ganz allgemein gefragt, nach so langer Zeit den Film wieder zu sehen und was alles? Soll ich das nehmen? Ja, bitte. Also, es ist weit, weit weg. Wir haben uns beide eben überlegt, ich kann mich an sehr, sehr viel nicht erinnern, aber an einiges doch verblüffend, an was plötzlich und an was nicht. Sehr merkwürdig. Vor allen Dingen, ich ärgere mich immer, oder ich habe mich in Italien, in jedem Film, den ich gedreht habe, zumindest mit Ugo Liberatore, wurde ich synchronisiert. Und das ist man nicht mehr. Das ist eine andere Person, wenn in die Stimme eine andere ist. Das hat mich immer, gerade italienisch, nicht? Eigentlich ging man wahrscheinlich auch davon aus, man sieht es ja auch im Abspann, ursprünglich war CCC-Film beteiligt und es war sicher ursprünglich dann natürlich auch vorgesehen, den Film im Kino auszuwerten. Nur wir haben vorher schon mal spekuliert nachmittags, dass wahrscheinlich dann, nachdem so langsam klar wurde, in welche Richtung das geht und dass, dass jetzt aus deutscher Selbstperspektive sozusagen jetzt auch kein so schmeichelhaftes Bild Film ist. Genau. Zur Völkerverständigung trägt er nicht bei. Er legt halt tatsächlich eben auch den Finger in Wunden, die man jetzt gerade vielleicht auch in den letzten Jahren wieder verstärkt auch wahrnimmt. Von daher finde ich es jetzt auch spannend, den Film jetzt, wie aktuell er jetzt wieder wirkt nach 50 Jahren. Ja, aber damals, witzigerweise, Brauner hat behauptet, das gibt es nicht. Es gibt keine Bruderschaften, das ist ausgeschlossen, das ist Theorie, italienische. Nee. Okay. Also, und das wollte er auch nicht wahrhaben. Was gibt es denn jetzt, welche Bruderschaften? Ja, prinzipiell gibt es das nicht in Deutschland, hat er gesagt. Ich verstehe jetzt aber nicht genau, was du meinst. Ich verstand nicht, was du meinst. Burschenschaft. Aber sicher gibt es. Das Ding ist sogar in einem Original. Nein, aber Brauner hat gesagt, das gibt es nicht. Ja, das Ding gab es schon. Das Ding ist so, ich hatte einen lokalen Mamasita und da war genau das Ding, wo wir gedreht haben, nebendran. Ja, und heute Nachmittag haben Sie uns ja erzählt, dass tatsächlich Brauner auch das Wort Antideutsch verwendet hat, also der Film sei Antideutsch. Ja. Er ist jedenfalls nie nach Deutschland gekommen. Bis heute Abend. Das wundert mich überhaupt nicht. Wie war das denn bei dir wiederum? Du hast ja eher so in der ersten Hälfte des Films, vor allem die Auftritte. Erinnerst du dich noch, wie viele Drehtage es überhaupt waren? Oder war das dann eher so nebenbei ein bisschen? Oder wie kam? Geht das so? Ja, wie kam? Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr vom Drehen. Ich weiß nur, dass Eckhard Schmidt den Arzt spielt, mit dem ich nachher den Chat Generation gemacht habe. Und viel mehr, und an Doris erinnere ich mich natürlich, und an Christiane Krüger auch, und Peter Kraus auch, aber an den Film habe ich fast keine Erinnerung. Nur was mir nicht fehlt, wir haben eine Szene gedreht in dem Film, und daran habe ich mich immer erinnert, wo der Durchbruch der beiden U-Bahnen war, wo die Mauer zwischen beiden Tunnels, die gegeneinander aufeinander zukamen, zusammenbrach. Und die Szene fehlt im Film. Die haben wir wirklich gedreht. Da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Ja, genau, das wollte ich auch fragen. Also offensichtlich wurde ja in den Baustellen der Münchner U-Bahn, die damals auch gebaut wurde, mit Blick auf die Olympiade 1972, gedreht, und ob das sehr schwierig war, dort dafür eine Drehgenehmigung zu erhalten, weil deutsche Behörden sind da ja oft sehr, sehr schwierig. Das wissen wir natürlich als Schauspieler überhaupt nicht, aber es war unangenehmes Drehen, kalt und immer in Seidenstrümpfen und kurzen Röckchen und ich habe so viel gefroren. War das im Herbst oder Frühjahr oder wann? Winter. Nein, es gibt natürlich, in dieser Zeit konnte man überall drehen. Wenn man genau den Film beobachtet, haben die Straßenszenen heute gedreht, irgendwo.
Zum Beispiel, als du über den Stachus läufst, zwischen die Autos durch, zur Telefonzelle rüber. Das wäre heute nicht mehr möglich, weil man für jeden Scheiß, wenn man auch nur Fotos macht, irgendwo in der Öffentlichkeit, muss man ihnen Erlaubnis und Gebühren zahlen. Und früher hat sich keiner drum gekümmert. Das war ganz einfach. Da konnte man auf jede Baustelle gehen, zu der Zeit. Ja, das ist natürlich gerade auch das Faszinierende für uns heute. Solche Filme, die wirklich damals auf die Straße gehen konnten, auch ein ungefiltertes Bild der Zeit auch einfach vermitteln. Also es ist Wahnsinn. Ich komme auch ursprünglich aus München, aus dem Vorort und kenne die Stadt natürlich nur jetzt heute, in den letzten Jahrzehnten. Und da einfach zu sehen, die ganzen Orte, im Englischen Garten, Hofgarten, Marienplatz, den Flughafen, den alten, wie da gefilmt wurde, wäre heute auch völlig undenkbar, da zum Flughafen zu gehen und auf die Art und Weise zu filmen. Also das ist natürlich wahnsinnig eindrucksvoll, das als Zeitdokument auch, was da ungefiltert und festgehalten wird. Mhm. Was mich da jetzt auch gerade Brückenschlag zu dem Dominik Graf-Film, Cassandras Warnung, Polizeiruf, wir hatten vorher da gibt es ja auch eine Szene mit Ihnen in München, wo Sie sich ein bisschen über die Entwicklung, also die Gentrifizierung in München und die ganze Babyscheiße, ist das Zitat im Film sozusagen, kurz auslassen. Und vielleicht noch eine Frage, wenn man jetzt hier das München sieht, dann in dem Film bei Dominik Graf allgemein, wie erleben Sie das, so die letzten Dekaden sozusagen, die Veränderung der Stadt, was sich so tut? Oder hat das jetzt bestimmte Erinnerungen? Seit Jahrzehnten inzwischen in Hamburg wieder. Aber Sie sind gelegentlich wahrscheinlich in München noch, oder? Ganz, ganz selten. Weil ich mache hauptsächlich Theater und bin auf Theatertournee und in den Großstädten ist man nie. Sondern immer drumherum und so. Also ich bin auch nicht gut klargekommen in München. Ich habe gelitten unter dem Föhn und für mich war das nichts. Nicht mehr. Vielleicht die Frage an dich fast besser gestellt, oder? Mit München? Ja, die Stadt hat sich enorm verändert. Wenn man diese Bilder anschaut, das ist unglaublich. Da fehlt zum Beispiel genau vor der Marienplatz, wo am meisten gedreht wurde, da fehlt der ganze Kaufhof, der an der Ecke ist und lauter so Sachen. Die ganzen Häuser haben sich verändert und auch an dem Isar-Torplatz ist auch so eine Szene, da fehlt auch hinten alles. Da stehen heute ganz andere Gebäude. Es ist schon enorm, was sich da verändert hat. Also es ist ein echtes Zeitdokument von der Seite her gesehen, von der psychologischen nicht. Ja, da wir gerade von München sprechen, würde mich sehr interessieren, beziehungsweise nochmal fürs Publikum, da wir heute Nachmittag schon davon gesprochen haben, Sie haben ja, Frau Kunstmann, die Genese des Films am Rande so ein bisschen mitbekommen, es war ja schon der dritte Film, den Sie mit Ugo Liberatore gemacht hatten, nach Das Geschlecht der Engel und Bora Bora. Möchten Sie uns da vielleicht ein bisschen davon erzählen, also wie dieses Projekt, also soweit Sie sich noch erinnern können, wie dieses Projekt zustande kam, wie München als Schauplatz gewählt wurde, die Thematik, also wie das Projekt überhaupt entstanden ist? Also Ugo Liberatore hat es geschrieben, eigentlich für mich, diese ganze Geschichte. Und irgendwann hat er sich überlegt, oder wir uns, dass es nicht gut ist, wenn ich immer da bin, dann heißt es, heute haben wir leider nur statt 20, 10 Komparsen, aber dafür hast du ja Doris, nicht? Und dann hat er gesagt, nee, okay, wir suchen jemand anders. Und dann kam Brauner und Brauner sagte, Eva Renzi soll das spielen. Und dann hatten wir Warming-up von der Produktion und ich sollte die Freundin, die Rolle von Christiane Krüger, spielen. Und Eva Renzi sagte zu mir, stimmt es, dass Sie die Freundin von Ugo Liberatore sind? Und ich habe gesagt, ja. Und hat sie gesagt, ja, dann können Sie die Rolle nicht spielen. Und dann habe ich gesagt, wieso? Nein, das möchte ich nicht. Und dann habe ich das natürlich erzählt, ihm, Ugo Liberatore. Und dann einem Italiener sowas zu sagen, aus Ende, sie wurde nie mehr gesehen, es gab neue Besetzungsproben, alle aus München, von überall kamen nach Rom und Christiane auch, um Probeaufnahmen zu machen. Und er konnte niemanden finden, also niemanden, der ihm wirklich gefiel. Aber das war wirklich bescheuert, weil da waren sehr gute, es war auch Sabine Sinjen. Dann hat er immer gesagt, she looks like an apple. Es war furchtbar, es gefiel ihm keine. Und dann sind sie zu meiner Agentur gegangen und haben gesagt, Doris muss nun doch spielen. Und ich war damals bei William Morris und Franco Reggiani hat es gleich ausgenutzt, einen besseren Vertrag gemacht und dann habe ich es doch gemacht, nicht?
jetzt diesen Film, da ich so eine bestimmte Meinung zu dem Film habe, muss ich dich wirklich etwas fragen, ganz fast persönlich. Hast du so einen schlechten Einfluss auf ihn gemacht, dass er die Deutschen nicht mag? Nein, es fing an, als wir Sesso degli Angeli drehten. Da war ich nur der deutsche Beitrag. Und er hat mit mir nie geredet und hat gesagt, sag der Deutschen, La Tedesca, sag ihr mal, sie soll das oder das machen. Dann irgendwann gab es eine Riesenaufregung. Ich war krank. Ich musste dieses Boot immer fahren und es gab so furchtbaren Wellengang und ich kriegte einen Blutsturz und musste liegen. Und dann kam die Produktionsleiterin und sagte, du musst drehen und wir haben jetzt hier 3 Tage das Studio und du musst bitte kommen und so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bin ich hin und dachte mir, jetzt werde ich mal endlich anerkannt von ihm, also in irgendeiner Form. Und ich komme rein und er sagt, Achtung, Achtung, Ilse Koch. Ja. Das hat sich dann gegeben im Laufe des Films und irgendwann waren wir dann liiert, sage ich jetzt mal. Und dann war aber sehr fair, eigentlich hat gesagt, pass auf, jetzt müssen wir das dem ganzen Team sagen. Und dann haben wir alle eingeladen und haben gesagt, so, nicht, dass ihr tuscheln müsst und so. Jetzt ist es so, wir beide. Und das blieb dann so erstmal. Na gut, also mich hat der Film heute geärgert. Ich fand das, was er da so, die Art, auch die Figur, die du spielst, fand ich auch etwas von der Charakterdarstellung, von der Dramaturgie, wie er die geformt hat und was er damit ausdrücken wollte, beschissen. Wie meinst du das? Ja, einfach, was du darstellst, diese Person, die du darstellst, dieses Mädchen, diese Frau. Die Art, wie du halt nicht wie du spielst, sondern was die Rolle vom Drehbuch her da war. Ja, ja. Da es Liberatore ja auch das Drehbuch mitgeschrieben hat, muss er ja wohl irgendwo eine Meinung gehabt haben. Ja, klar. Aber es ist auch sehr viel verändert. Es ist im Nachhinein, also hat sich das geändert durch die Schnitte und so anders, als wir es mal geplant oder ich es geplant hatte. Nicht? Aber. Das ist ganz klar, das war der Hass. Da war wirklich Hass drin. Und dann die Musik, die er draufgesetzt hat, fand ich das Schlimmste. Das ist das Schlimmste, ja. Die Musik, kleiner Einschub, ja, die Musik, diese Lieder wurden von Melody Hollander, der Tochter des Komponisten Friedrich Hollander, gesungen, die aber Deutsch-Amerikanerin war und nicht besonders gut Deutsch konnte. Und Armando Trovajoli, der Komponist, hat darauf bestanden, dass sie diese Lieder auf Deutsch singen muss. Sie wollte sie auf Englisch singen, hat gesagt, nein, bitte auf Deutsch, Katja. Ich hatte Kontakt mit ihr per E-Mail kurz vor dem Festival und sie meinte, ja, das wäre damals sehr peinlich gewesen, diese Lieder dann auf Deutsch zu singen. Die inzwischen verloren gegangen sind. Also sie hat mir auch geschrieben, dass die Tonbänder dieser Lieder nicht mehr existieren, was dann vielleicht euch freuen könnte. Ich muss sagen, ich habe ja in der Zeit schon teilweise in Italien verbracht. Ich war ja jahrelang Assistent von Visconti und ich habe auch noch einen Ledermantel in dem Film, den ich in Rom gekauft habe. Diesen langen braunen Mantel, den ich da anhatte. Daher weiß ich das und ich muss sagen, mich haben die Italiener fabelhaft behandelt. Und da spürte ich das, was heute ich in dem Film gesehen habe, spürte ich da unten nie. Ja, du warst ja als Schauspieler, bekannter in Italien als in Deutschland zeitweise, oder? Zeitlang, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich liebe Italiener und ich liebe mit denen zu drehen. Das gibt es bei uns in Deutschland nicht. Das ist ein ganzes Team, was seine Schauspieler liebt. Das stimmt absolut. Also das ist wirklich fantastisch. Ja. Die holen dich ab, machen, kümmern sich darum, wecken dich morgens auf, wenn du noch schläfst und sagen, du musst eigentlich schon beim Drehen sein, schimpfen nicht. Das ist fantastisch. Na, ich habe mich immer in Frankreich auch. Also alles viel besser als in Deutschland. Bis auf die Nachsynchronisation. Und die Honorare ist ja meistens auch besser gewesen. Ja, klar. Irgendwelche Fragen von Ihnen? Können auch schon. Also wenn jemand Fragen hat, kommen wir gerne mit dem Mikro zu euch. Ja, wir haben Deutsch, nicht? In Deutsch, soweit ich mich erinnere, in Deutsch. Antonio hat garantiert Italienisch gesprochen, was anderes.
Gut, es war bei den Co-Produktionen oft so, dass jeder, wenn verschiedene Nationen zusammenkamen, jeder seine Sprache gesprochen hat. Ja, ich habe meinen Film mitgemacht, Gatto Pardo, und da hat Alain Delon in Französisch gesprochen, Lancaster in Englisch, dann, wer war da noch denn? Einen italienischen Schauspieler, die alle sehr gut waren, meistens Theatersprache, in einer unglaublich ausgeprägten, guten italienischen Sprache, und es wurde alles gleichzeitig aufgenommen. Und nachher wurde einfach alles synchronisiert. Ich glaube, wir hatten da hinten eine Frage. Kleinen Moment. Ja, einfach, wir, sonst machen wir noch ein bisschen. Okay, jetzt. Ist Ihnen doch was eingefallen? Besser ist es mit. Ja, was den deutschen Text der Musik anbelangt, wenn der Film ursprünglich gar nicht für den deutschen Markt produziert war, oder sehe ich das falsch, was für einen Eindruck muss das wohl beim italienischen Publikum gemacht haben? Sollte das die Exotik erhöhen oder sollte man das vielleicht eben auch schlecht aufnehmen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass in der italienischen Fassung eine andere Musik drauf ist irgendwo. Oder wir haben eine italienische gesehen, nicht? Es wundert mich eigentlich, dass das drauf ist. Okay, aber das beantwortet meine Frage. Danke. Also vermutlich war das schon mit Blick, dass auch eine deutsche Fassung oder eine deutsche Auswertung gibt, so konzipiert, dass man dann die deutsche Musik auch hat und dass die da irgendwie besser passt. Es könnte sehr leicht sein, dass es zwei Fassungen gibt. Ja, und aber nachdem der Film dann ins Kino kam, vielleicht hat man eine deutsche Fassung nie fertiggestellt. Also vermutlich, also wir haben auch recherchiert, aber da gar keine Spuren mehr gefunden. Also der ist dann irgendwie in Deutschland, aus deutscher Sicht, irgendwie im Giftschrank gelandet quasi oder abgeschrieben worden. Es wundert mich ein bisschen, weil der Brauner war ja gerade nicht Geld, jemand, der Geld weggeworfen hat, nicht? Ich weiß aber nicht, ob er überhaupt was bezahlt hat. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Ja, wir haben ja vorne noch eine Frage. Ich hätte eine Frage an Sie, Frau Kunstmann, und zwar, ob Sie etwas mehr erläutern können, was für eine Art von Regisseur Ugo Liberatore war. Also wie hat er mit Schauspielern gearbeitet? Vor einigen Jahren gab es hier bei dem Festival auch den Film schon Bora Bora, den Sie vorher mit ihm gemacht haben. Und vielleicht können Sie etwas näher ausführen, wie er sozusagen als Regisseur war. Naja, das ist eben sehr unterschiedlich gewesen. Ich habe am Anfang, wie gesagt, hat er mir nur gesagt, sag mal der Deutschen, sie soll mehr nach links gehen oder dies oder jenes tun. Dann änderte sich das und dann konnte ich eigentlich sehr gut mit ihm arbeiten, ohne dass es große Diskussionen gab oder so. Und das war eigentlich sehr gut. Aber weiß ich nicht, was ich sonst darauf sagen soll. Also mich würde dahingehend auch noch interessieren, dass tatsächlich ja sich das Thema Rassismus und, sag ich mal, Clash der Kulturen durch seine Filme sehr durchzieht. Also neben Lovemaker auch in Bora Bora und in Alba Pagana, den er nach Lovemaker gemacht hat, und auch in Noah Noah, den er dann nach Alba Pagana gemacht hat, so ist dieses Thema sehr präsent. War das für Sie damals ersichtlich, dass es für ihn ein besonders interessantes Thema ist, das ihn umgetrieben hat, also weil es in seinen Filmen auch so einen roten Faden bildet? Ja, ja, klar, das war immer so. Das interessierte ihn auch alles. Und das war eben, er war sehr antideutsch, sagen wir mal so. Aber dann ausgerechnet fängt er mit mir ein Verhältnis an, entschuldige mal. Also und hat seine Frau verlassen und es war große Liebe. Also es ist ja sehr merkwürdig, nicht? Sehr zwiegespalten. Hat sich irgendwie mal herausgestellt, woher dann diese, oder was da für Erfahrungen für ihn sonst, was jetzt vielleicht auch die Filme beeinflusst hat, wo die herkamen? Das war, nee. Aber diese Dynamik, die er, also auch in Bora Bora zum Beispiel, schildert und auch hier, dieses, dass irgendwie die Menschen sich quasi selbst im Weg stehen, dabei irgendwie einander eigentlich näher kommen zu können oder irgendwie besser zu verständigen, zu verstehen, das zieht sich irgendwie durch und das finde ich ist irgendwie auch jetzt, ja, wie ich vorher schon angedeutet habe, irgendwie ist es auch ein Film, der jetzt wieder sehr aktuell wirkt. Wie soll ich sagen, also wie, also den Faden verloren. Vielleicht, Frau Kunstmann, könnten Sie haben ja auch heute Nachmittag ein bisschen erzählt, wie es für Sie war, als junge Schauspielerin nach Italien zu kommen und wie man da mit Ihnen umgegangen ist. Also nicht unter Filmschaffenden, sondern eben tatsächlich so im Alltag.
Das ist furchtbar. Man konnte zu der Zeit als blonde deutsche Frau nicht über die Straße gehen. Du konntest es nicht. Sie touchten dich an. Sie blonde, also deutsche blonde Frauen waren Huren. Ganz klar, aber ganz klar, jeder auf der Straße sind hinter dir hergefahren. Es war entsetzlich. Also glaubst du, dass die Gisela Hahn oder wie heißt sie, die Boucher und alle diese, oder die Lassander, dass die alle dieselbe Meinung hatten, die alle in derselben Zeit in Italien waren und alle Karriere gemacht haben? Ja, das hat vielleicht andere Gründe, weshalb sie die Karriere gemacht haben. Ja, die waren aber alle blond. Ja, aber es ist eine Katastrophe, nicht im Team. Das Team war toll, aber sobald du alleine auf der Straße, wenn du nur zum Gemüsehändler gehst oder Fischhändler oder so. Ich habe auch erlebt, dass einer zu mir sagte, du lernst jetzt erstmal Italienisch, bevor ich dir Benzin verkaufe. Und darüber haben wir natürlich auch öfter gesprochen, nicht? Ich sagte, das gibt's eben hier auch. Was ich glaube ich auch ein bisschen gerade sagen wollte, im Film, es kommen ja nicht nur die Deutschen schlecht weg, sondern auch die Italiener letztlich, also wie er sich verhält, also es ist ja eigentlich, es kommt keiner gut weg im Endeffekt. Ja, ja. Also das ist, also es ist, ist eigentlich, es liegt eben tiefer, es hat jetzt nichts, es ist ja irgendwie keine Schuldzuweisung in irgendeine Richtung, sondern es ist eher so ein grundsätzliches, dass sich da irgendwas nicht fügt. Und irgendwie die Filme, finde ich, strahlen auch so eine gewisse Trauer oder Melancholie darüber aus, dass sich das nicht fügt. Also auch in Bora Bora, im schönsten Sonnenparadies, ist dann eigentlich eine tiefe Melancholie auch darüber verankert, dass da irgendwie das alles nicht so funktioniert, wie es so funktionieren könnte. Und wie war denn er als, also vom Typ her, war er da auch eher ein melancholischer Typ, wenn ich so Nein, fragen darf? Nein, gar nicht. Gar nicht. Also waren, sind die Filme in der Hinsicht gar nicht so unbedingt für ihn? Nein, er war, sehr fantasievoll und das war eigentlich ein angenehmes Leben, was wir hatten. Nur man kann nicht mit einem Italiener leben, weil er zerplatzt vor Eifersucht. Das ist nicht machbar. Ich bin abgehauen bei Nacht und Nebel und das war mein Auto, den hatte ich gekauft. Und dann konnte ich ihn aber mit dem Dienstmädchen haben wir gepackt, die Koffer. Ich habe nur meine 7 Koffer mitgenommen und ich kriegte sie nicht rein in diesen Opel GT. Und dann bin ich mit meinem alten VW Käfer, den ich gekauft hatte, weil die haben mich immer angefahren, haben gesagt, Signorina, jetzt müssen wir unbedingt Adressen tauschen, weil ich habe sie angefahren. Und ich habe gesagt, das macht nichts, das macht nichts. Ja, also, nee, das Leben mit ihm war sehr angenehm. Und er war auch immer gut gelaunt und es war alles schön. Wirklich. War noch eine weitere Zusammenarbeit eigentlich angedacht oder geplant? Ja, schon, aber ich hatte dann keine Lust mehr. Ich wollte zurück nach Deutschland. Auch wegen der Sache der Synchronisation, was wir schon hatten und so. Weil was? Auch wegen der Sache mit der Nachsynchronisation und das irgendwie halt vielleicht allgemein in Italien. Ja, dann, ja. Ich habe danach übrigens ganz schnell mit Peter Schamoni, ich kam nach München zurück und er sagte, was machst du denn jetzt? Du musst doch irgendwas tun. Und dann habe ich gesagt, ja, ich sitze jetzt erstmal und habe gar nichts. Und dann sagte er, lass uns doch nach Venedig fahren zu 100 Wasser und wir drehen einen Film. Da haben wir das war meine erste Regieassistenz, meine einzige. Und da haben wir 100 Wassers Regentag gedreht, weil 100 Wasser so ein ganz schüchterner ist und war mein Freund. Und mit ihm hat er dann erzählt, was er wie, wo, warum malt und so. Und das ist ein sehr schöner Film, der war sogar für den Oscar nominiert. Sehr schöner Film geworden. Hast du den mal gesehen? Ja, sicher habe ich ihn gesehen. Ich muss sagen, von Peter, die ganzen Filme, die er auch im Max Ernst so gedreht hat, fand ich alle sehr gut. Mhm. Die Dokumentarfilme waren ausgezeichnet. Das war eine Woche, nachdem wir weg sind, nachdem ich weg bin von Rom. Du wirst lachen, schau mal, wenn ich fotografiert habe auf der Herfahrt. Ein Haus vom 100 Wasser. Ja. Toll. Ja, ja, klar. Wir wollten jetzt gleich wieder. Ja. Kurz Mikro bitte. Dankeschön. Zwei Fragen. Wenn der Regisseur so eifersüchtig war, wie waren dann die Dreharbeiten mit dem Hauptdarsteller, also diese intimen Szenen zum Beispiel? Und die zweite Frage ist, wir haben ja gehört, der Film ist in Deutschland nicht rausgekommen. Wie war denn der Erfolg in Italien? Gab's Pressetermine? Wie war das Feedback in Italien? Waren die Italiener zufrieden mit dem Film oder gab's Kritik? Das weiß ich gar nicht mehr so genau, ehrlich gesagt. Aber die Liebesszenen waren so, dass er eigentlich nicht
vorhanden war. Der wurde weggeschickt und dann wurde sogar, der unser Freund war, Dario Di Palma, der sagt, er komm Dario, geh weg und so, ich mach das selber. Nur eine Großaufnahme, also völlig absurd. Ja, nee. Ja, zu der Rezeption des Films in Italien hatten Sie heute Nachmittag erwähnt, dass Sie den Film damals schon gesehen haben in Rom, während der regulären Kinoauswertung zusammen mit Liberatore. Mhm. Also ich habe so richtig Erinnerungen nicht mehr. Ich habe genauere Erinnerungen an Sesto degli Angeli, weil wir da uns hingesetzt haben. Das war der erste Film, ja auch, den er gemacht hat. Und da wollten wir sehen, wie die Reaktion ist von den Leuten. Und da war es eben so, dass die mir am liebsten irgendwas, meinen Spaghetti-Teller ins Gesicht geklatscht hätten oder so. Die waren stocksauer, aber da spielte ich auch ein bitterböses Monster. Und darum haben sie mir dann auch die Haare abgeschnitten und dunkel gefärbt, weil sie nicht die Erinnerung wollten an dieses Monster. Das Ende jetzt hier bei Lovemaker ist ja auch nicht unbedingt wahrscheinlich so aus italienischer Perspektive. Ja, das ist nicht italienisch freundlich, nicht? Also. Ja. Eigentlich wollte ich was Profanes. Wem gehörte denn der Lamborghini? Das weiß ich nicht. Ich glaube, der war gemietet oder sowas, nicht? Ich habe mich schon gewundert, dass da eine Action-Szene drauf stattfand, weil man ja auf diese Autos immer so aufpassen musste. Mhm. Aber mich hat... mir sind sehr viele, wie soll ich sagen, so Psychologisierungen der Deutschen, weil wir eben über Antideutsch gesprochen haben, ja vertraut. Das sind ja so spezielle Klischees. Also die Münchnerin aus der bürgerlichen Schicht, die eben diese Wohlhabende, die selber nicht arbeiten muss, diese Studenten, ob die jetzt schlagende Verbindung waren, hat es noch einen draufgesetzt. Das sind ja für mich so spezielle, auch kritische Klischees, die es auch im deutschen Film gab. Ich habe noch nicht vor langer Zeit Ihren Trotta gesehen, also mit Ihnen, der ja auch sehr, sagen wir mal, der zwar in den 20er Jahren spielt, aber im Grunde genommen ja in die 70er oder die frühen 70er Jahre umgesetzt war. Und es ist ja auch diese späten 60er, frühen 70er, gerade dieses Bild, diese Kritik am Bürgerlichen. Wie weit war denn der Liberatore eigentlich mit diesen deutschen Verhältnissen vertraut? Also ich fand das jetzt nicht so abwegig. Das war anti, das war kritisch, aber es war keineswegs für mich aus der Luft geholt. Also er schien doch mit Deutschland schon irgendwo auch gewisse Kenntnisse zu haben. Also es war ja... Hat er sich da intensiv mit beschäftigt? Ja, nein, das war bevor wir Lovemaker. Also er war natürlich, wir waren oft in München. Damals lebte ich noch in München. Und er hat alles Mögliche kennengelernt, nicht? Also er ist schon mit dem umgegangen, was er da gesehen hat. Ne? Also das merke ich. Also ich war damals erst 10, aber mir ist die Zeit schon sehr vertraut. Ich habe sie übrigens damals ganz toll gefunden als 13-Jähriger. Aber kannst du mal sehen. Ja. Ja, sehr gerne weitere Fragen. Es ist vielleicht auch nur eine profane Sache, aber weil Sie auch davon sprachen, das ist Ihr Auto gewesen, es ging um diesen Mantel, ich glaube, den habe ich auch in Jet Generation gesehen, war das... Ja, also war das üblich, dass man sozusagen... Aber war das üblich, dass man seine eigenen Sachen in die Produktion mitgebracht hat? Also ja, da stand auch mein Cabrio ein paar Mal im Filmum, habe ich gesehen. Ich habe immer ein VW Cabrio gefahren, ewig. Aber das war üblich. Vor allen Dingen, wenn man... nette Leute hat, dann haben sie ein bisschen Geld dafür gegeben, dass sie keine Klamotten für einen kaufen mussten. Aber ich wollte etwas sagen, Luchino Visconti hat ja auch sehr viele deutsche Themen gemacht. Der hat die Deutschen geliebt. Götterdämmerung, König Ludwig, Tod in Venedig ist im Grunde auch ein deutsches Thema, hat immer deutsche Komponisten benutzt. Es gibt schon auch die andere Seite. Mich würde vielleicht interessieren, ich weiß nicht, ob ihr das damals mitbekommen habt, wie der Film seitens der italienischen Filmkritik aufgenommen wurde. Wahrscheinlich nicht, oder? Ich nicht, nein. Obwohl, wie hieß er, Spinola hieß der? Der ist, glaube ich, der Pressetyp mochte die Deutschen auch nicht, das weiß ich. Der da steht ja auch hier im Vorspann, Spinola hieß der, glaube ich, nicht? Der war auch gleichzeitig der Pressemann von Visconti, der kannte ich ihn. Der mochte die Deutschen überhaupt nicht. Darum kann die Presse nicht gut gewesen sein. Ich wollte dem Kompliment noch was hinzufügen. Der Film ist ein bisschen trashig, aber Sie haben den Film richtig klasse verliehen, fand ich. Ich habe das nicht verstanden.
Er meinte, dass der Film ein bisschen trashig sei, aber sie hätten ihm Klasse verliehen. Ach so, das freut mich. warte, erst noch. Vielleicht der Reihe nach, bitte erst hier, dann gerne gleich. Also es passt vielleicht da ganz gut dazu, weil ich finde auch, der Film, der liebt sie ja auch so extrem. Es gibt ja diese drei wunderschönen Szenen, einmal auf dem Balkon, wo die Kamera so ganz lange auf ihn schwelgt, dann als sie zum ersten Mal dann in dem Haus bei ihm zurückgelassen werden und dann wie sie dann die Jalousien zumachen und wie lange dann die Kamera immer näher auch auf ihr Gesicht geht und wie lange die sie das auch dann auch diese ganzen Gefühlssachen, die bei ihnen durchlaufen, wo sie dann ja auch die Tränen in den Augen kriegen und alles. Das ist so eine wunderschöne Szene, also wirklich fast vergleichbar mit der Nicole Kidman in Birth Szene in der Oper, also so eine ganz starke, lange, die Kamera auf ihn schwelgende, aber dann auch von ihm gespielte Szene oder auch wenn sie auf die Baustelle gehen und dann neben dem Kran hinlanglaufen, der dann da auf die Baustelle zufährt, also da gibt es so ganz viele Momente, wo ich jetzt gerade gar nicht so sagen muss, ich habe das Gefühl, da ist jetzt irgendwie auch ein Hass gegen die Figur aufgebaut wird oder irgendwie was, sondern wo die Kamera auch so ganz, ganz vielleicht ein bisschen melancholisch, aber ganz, ganz schön auf ihn so ruht. Und wie waren das gerade, weil die Szenen sind ja auch so ungewöhnlich lang, auch mit der Musik ausgespielt, wie waren das aufgebaut, dass sie das, also inwieweit ist das dann einfach sich am Set entwickelt oder inwieweit war das auch schon, erinnern Sie sich dran, dass Sie da diesen Raum gekriegt haben, so ganz lange auch dann diese Kameraeinstellungen auszuhalten? Ja, also es gab ein Drama. Wir hatten gedreht, da warst du, glaube ich, nicht dabei. Da musste ich mit dem Antonio Treppen hochsteigen und parallel dazu lief die Kamera und die hatten die ganzen Leute betrunken gemacht. Alle, die da standen und bohrten, die waren volltrunken, damit dieselben Leute da bleiben. Und wir kamen hoch und mir flog ein Stein direkt an den Kopf, während die Kamera lief. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich nicht mehr weiter. Bin runtergegangen, habe mich hingesetzt, sie haben mir sofort einen Stuhl gegeben, es war ja so kalt und Tee mit rum. Und dann kommt er und nimmt mir den Tee aus der Hand und schmeißt ihn weg und sagt, du hast jetzt da nochmal hochzugehen. Ich sage, ich gehe da nicht mehr hoch. Es ist, die sind alle betrunken, da passiert irgendwas. Dann hat er gesagt, gut, okay, hat vor dem ganzen Team gesagt, ich kann sie jetzt nicht mehr umbesetzen, es war nach 6 Wochen oder so. Sie muss jetzt weiter drehen, aber ich gehe weg. Ich drehe diese Szene noch zu Ende, aber dann ist Schluss. Und dann haben wir gedreht 32 Stunden. Wir hatten schon, da war es schon, Antonio war schon gegangen nach 8 Stunden und es war schon über 12. Und dann, ich wurde 3-mal abgeschminkt, neu geschminkt. Und in der 32. Stunde sollte noch eine Großaufnahme gedreht werden von Dario. Ich sage, Dario, mir ist so schlecht. Er sagt, wir sind ja gleich fertig. Und es macht Klack und ich bin nicht umgefallen. Ich kann mich erst erinnern, als wir im Hotelzimmer im Bett, der Arzt war, mir eine Spritze gab und er hatte sich schon verabschiedet vom ganzen Team und saß jetzt neben mir und sagte, sie lebt, sie lebt. Es war alles vorbei und alles vergessen. Er hat den Film zu Ende gedreht und es wurde überhaupt nicht mehr drüber gesprochen. So sind die Italiener. Weißt du noch, an der Hochzeit, Christiane mit ihrem Gesteck oben, hatte sie so Blümchenzeugs. Ja, und sie wollte irgendwie reingehen und er haut ihr auf die Finger und ich merkte so eine, ich saß neben ihr, so zart rosa wurde sie und nahm das ganze Ding und schmiss es. Wir saßen in so einem riesen Gastraum, war die Maske aufgebaut und Ugo und der Produktionsleiter Romano haben sich gewürgt und wir haben noch überlegt, was machen wir jetzt? Holen wir die Polizei oder was? Und dann war es alles wieder vorbei und sie liebten sich und alles war gut. So, wir hatten da hinten noch eine Frage bei der Dame. Ich habe keine Frage, ich will meinen Kommentar abgeben. Also mir hat der Film sehr gut gefallen und die politische Situation, die war so, die Deutschen waren nicht nett mit unseren Gastarbeitern. Und da gibt es ja einige Geschichten. Also der Regisseur war kein Gastarbeiter. Nein, nein, es ging nicht um Regisseur. Es ging um die Gastarbeiter, um die Geschichte der Gastarbeiter.
Also die es ging ja um die Geschichte der Gastarbeiter, wie die in Deutschland gelebt haben. Sie haben ja gebaut an der U-Bahn, war ja alles voll mit Gastarbeitern, die also beim U-Bahn-Bau. Und es ist ganz bekannt, also es ist gar nichts Neues, dass die Deutschen mit den Gastarbeitern nicht nett waren. Das war so. Entschuldigung, ich muss da doch etwas dazu sagen. Es ist ein Film, das ist keine Realität. Und wenn ein Regisseur und der Drehbuchautor so einen Film macht, dann ist es seine Meinung und nicht das, was mit den Gastarbeitern passiert ist. Das mag schon sein, aber es war so. Die waren nicht nett mit den Gastarbeitern. Das ist eine Tatsache. Leider. Ich habe es ja auch bedauert, aber es war so. Also. Da kann ich wiederum eine kleine Geschichte wiedergeben, die ich mit einem Italiener, der 13 Jahre in Deutschland als Gastarbeiter gearbeitet habe, erlebt habe. Er hat mir erzählt, dass er eben in den späten 70ern bis Mitte der 80er war er in München und dass da tatsächlich durch die Münchner Vororte in Gegenden, in denen sehr viele italienische Gastarbeiter wohnten, auch tatsächlich so eine Art Münchner Ku Klux Klan, also natürlich nicht in dieser Ausstattung, mit dieser Optik, aber rumgezogen ist mit dem Ziel, mit Gastarbeitern Streit anzufangen und Schlägereien. Und das war nicht in den 60ern, sondern tatsächlich eben in den 70er und 80er Jahren noch. Ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht, aber er hat das in sehr lebhaften Details mir geschildert. Ja. Ja, man kann auch, das ist natürlich auch bei unserem Festival, nachdem wir auch viele deutsche Fassungen notgedrungen manchmal zeigen, kriegt man dort gerade bei den Synchronfassungen auch der 70er Jahre oft einen Eindruck von dem eigentlich Alltagsrassismus, der da auch geherrscht hat und der sich in der Sprache niederschlägt, dann auch in den Fassungen. Also ich denke, das ist immer wieder da evident. Ja, von daher. Das Thema ist insgesamt komplex. Das ist in Italien. Natürlich. Es ist ein Prozess, der grundsätzlich ist. Ich habe das in den 70ern erfahren. Ich kann auch bestätigen, was sie in Italien gesagt hat. Ich war 78 mit der Schulklasse, lauter 17-jährigen Mädchen in Italien, in Florenz. Und es war tatsächlich so, nach 7 Uhr abends war keine Italienerin mehr auf der Straße. Und die deutschen Mädchen, wir haben uns einen Spaß gemacht. Wir haben wirklich über Kamele, wir haben mit denen verhandelt, haben so getan, als wären die unser Besitz. Aber das habe ich heute noch als 17-Jähriger natürlich in lustiger Erinnerung. Aber das ist unvorstellbar. Und gerade wenn man sich mit dem italienischen Film beschäftigt, dann ist ja diese Diskrepanz. Er sagt ja in einem Satz, man kann sich nicht scheiden lassen. Scheidung ist in Italien seit 71 erst theoretisch möglich. Aber man muss nicht so sich vorstellen, dass da gleich wie wild geschieden wurde ab 71. Das war ein langer Prozess, der da überhaupt erst losgegangen ist. Und diese Unterschiede, ich meine, gerade weil Sie auch Visconti genannt haben. Ich meine hier der Film mit Alain Delon von 1960, ich habe gerade die Brüder, ich habe gerade ein Brett vom Kopf, der spielt ja nur darüber, dass die Süditaliener nach Norditalien gehen und wie sie behandelt werden. Okay, und seine Brüder. Genau, ganz genau. Und das ist ein Thema, was tatsächlich auch in den 70er Jahren in Westdeutschland auch so war. So habe ich das auch erlebt. Ich habe 1978 mit Jugoslawen zusammen Hiwi-Jobs gemacht als 18-Jähriger und das war ganz klar, da war kein anderer Deutscher da. Da waren nur so Typen dabei wie ich, die eben auch nichts verdient haben. Also andere haben da nicht gearbeitet. Das stimmt schon. Ja, weitere Fragen, Kommentare, Anmerkungen? Aller Art. Alle Richtungen, ja. Danke, Frau Kunstmann. Ich habe noch eine Frage an Sie. Können Sie mal einen Abriss über Ihre internationale Karriere, also filmische Karriere, geben, wie Sie das selber einschätzen, wie Sie das empfunden haben? Also nicht nur Ihre italienischen Filme, sondern auch in anderen Ländern. Und Schwerpunktfrage, Ihre Zusammenarbeit mit Alec Guinness. Ja, das war mein liebster und wichtigster Film eigentlich, gerade mit Alec Guinness. Das ist ein so toller Mann, der wirklich war. Also das war die schönste Arbeit. Da hatten wir 6 Wochen Proben wie fürs Theater und das waren alle Schauspieler. Und Wolfgang Reinhardt hatte ja das produziert und der hätte gern am liebsten deutsche Schauspieler gehabt, weil er sagt, das können nur Deutsche so richtig. Aber irgendwie die Produktion, die haben da nicht mitgespielt. Es waren dann lauter Engländer. Also ich war die einzig Deutsche. Aber Guinness war eben so toll, nicht? Aber die ganze Produktion waren auch Italiener. Aber ich habe dann irgendwann aufgehört, weil bei mir persönlich die Scheidung kam. Und dann musste ich Geld verdienen und habe gesagt, sowas mache ich.
Und dann habe ich angefangen, Tournee zu fahren, um einfach zu wissen, 2 Jahre im Voraus weißt du dann, was du machen wirst. Und beim Film ist es ja immer so eine Sache, mal hat man viel zu tun und mal nicht. Und aber ich muss ein Kind großziehen und dann habe ich mir, gut, das ist die sichere Seite. Und dann geht es ganz schnell, ein halbes Jahr, und dann hieß es, die kann sowieso nicht, die ist immer am Theater, die macht nur Tournee. Zack, zack, war das vorbei. Und dafür habe ich dann mir witzigerweise einen Theaternamen gemacht, also auf Tournee. Dass die Leute eben kommen, weil ich mitspiele, weil das Stück gut ist. Und das ist natürlich auch was, aber hat mit Film nicht mehr viel zu tun. Wie kam es eigentlich zu Ihrer, ich sage es mal in Anführungszeichen, Entdeckung? Also wenn man die Presse von damals liest, wurden Sie teilweise als, ja, ist ein blödes Wort, deutsches Fräuleinwunder, was immer das heißen mag, tituliert einerseits, und in der britischen Presse als The Face, The German Face. Wie haben Sie das erfunden? Ach, das kriegt man selber gar nicht so mit. Weiß ich nicht, nö. Es ist dieses Fräuleinwunder, das war eine Geschichte, glaube ich, mit Horst Buchholz und so. Das war so ein Film, wo das dann ein bisschen hochgejubelt wurde. Aber der Hitlerfilm war für mich der tollste. Hat mir am meisten Spaß gemacht. Das war auch Ihre letzte Produktion in Italien, richtig? Ja. Mhm. Was ich gerne noch zu Lovemaker fragen würde, ist, ob von euch beiden irgendeine Form von Erinnerung daran hat, wie es zu dieser Besetzung kam, weil die Zusammenstellung recht ungewöhnlich war. Also man hat zum einen eben junge, aufstrebende Darsteller gehabt, wie euch beide und Christiane Krüger, dann hatte man aber auch Peter Kraus drin, der damals ja als Sänger nicht mehr ganz so populär war, würde ich behaupten, als Schauspieler noch weniger. Ob ihr euch erinnern könnt, ob ihr dazu noch irgendetwas wisst, wie genau es zu dieser Besetzung gekommen ist. Auch Antonio Sabato, warum er ausgewählt wurde. Also, hast du das nicht teilweise vorhin schon erzählt? Hast du das teilweise nicht vorhin schon erzählt? Was denn? Wie das zur Besetzung gekommen ist? Wo die alle sich vorgestellt haben? Ja, das ja. Aber ich weiß zum Beispiel nicht Peter Kraus, und wie du dazu gekommen bist, weiß ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich kam über diesen Pressemann dazu, aus Italien, mit Spinola. Ach so. Wie du dazu gekommen bist, ist ja klar. Aber die ist ja, wo die Christiane herkam, weiß ich nun leider auch nicht. Nein, mit Christiane bin ich befreundet seit unserer Kindheit. Wir waren immer schon zusammen. Also als Kinder. Wir haben in Starnberg zusammen gelebt und so. Unsere Eltern eben. Aber sie kam im Zuge dieser ganzen Vorsprechen dahin. Und dann hatte sie eben ausgesucht. Und Roger, Peter Kraus weiß ich nicht. Mein Produktionsleiter Peter Genet war ja auch Produktionsleiter, nicht? Der mit mir meine Filme gemacht hat. Ach so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wie das gesagt hat. Aber hattest du, Roger, dann zu diesem Zeitpunkt der Femmine Insatiabili schon gedreht mit Alberto De Martino? Der kam ja auch 69 raus. War das davor oder danach? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ist natürlich interessant, wenn sozusagen ein italienischer Presseagent einen deutschen Schauspieler vermittelt. Spielende. Hatte was mit Visconti zu tun. Es hatte natürlich was mit Visconti zu tun. Es hatte vor allen Dingen mit dem Festival der zwei Welten zu tun, das Spoleto, wo ich ja 12 Jahre lang jeden Sommer irgendetwas gemacht habe, entweder assistiert oder die Presse oder irgendetwas. Und vorhin kannte ich die ja sehr gut. Weil da waren ja haufenweise Filmleute immer beschäftigt. Auch Roman Polanski hat mal eine Oper inszeniert, die grauenhaft war. Ja, noch weitere Fragen? Jetzt die Gelegenheit. Ja, möchtet ihr abschließend noch etwas sagen zum Film? Oder ganz generell. Vielleicht über die Ära oder sowas, ob sie das mit heute vergleichen, ob sie was vermissen oder was besser geworden ist zu 60er Jahren.
Also es kam noch für alle vielleicht die Frage nach der Ära, also ob im Vergleich jetzt zu heute was besser geworden ist oder wie sie es im Vergleich empfinden, die 60er Jahre, späten 60er Jahre und heute. So. Besser weiß ich nicht, anders auf jeden Fall. Besser ist eine gute Frage. Übrigens, die Italiener werden heute alle geliebt in Deutschland, gibt es keinen Ärger mehr. eine Frage vielleicht noch, wo es von Theater und Film und so weiter. Fanden Sie es dann eigentlich schade, dass es nicht, oder hätten Sie gern weiterhin auch mehr Kinofilme noch gemacht in den 80er Jahren? Oder war das dann auch, hat sich so gefügt und hat sich so ergeben? Oder war das. Das ergibt sich so. Ich habe ein paar Dinge absagen müssen, die mich sehr geschmerzt haben. Zum Beispiel sollte ich 8 Monate nach Kenia gehen und Kenia ist mein Traum. Und ich konnte nicht, weil ich 2 Wochen noch auf Tournee gehen musste. Und du kannst nicht umbesetzt werden, wenn du die Hauptrolle willst, auf deinen Namen verkauft wird. Ist vorbei. Und die mussten drehen und das war dann sehr schön. Ich drehe heute auch immer noch gerne. Da ändern sich natürlich die Rollen und alles, aber mir macht es auch genauso viel Spaß. Aber ich stehe sehr gerne auf der Bühne. Mhm. Und ich gehe auch gerne auf Tournee, muss ich sagen. Man gewöhnt sich dran an dieses ständige jeden Tag fahren und die Hotels kenne ich alle schon, die wissen schon, welches Zimmer ich haben will, so ungefähr. Und ich fahre immer selber, ich fahre nicht mit dem Bus mit. Dann kann ich mir das einrichten, wann ich fahren will. Und nö, das ist in Ordnung. Ja. Noch eine schließende. Ja, dann schön, dass Sie heute zu uns gefahren sind sozusagen. Und ja, nochmals herzlichen Dank an beide für den Besuch und ja, hat uns sehr gefreut. Vielen Dank und vielleicht, wenn wir dann den Geschlechterengel noch zeigen mal, vielleicht gibt es nochmal die Gelegenheit. Ja, Dankeschön.